Liebe Kollegen, bleiben Sie ruhig hier. Es betrifft Sie, nämlich gerade Sie von der SPD und CDU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, in den Jahren 2016 und 2017 fielen Banken schon untypische Zahlungen auf und es kam zu Geldwäsche-Verdachtsanzeigen. Auch das deutsche Konsulat in Kanton China gab Hinweise auf auffällige Visa-Anträge. Was passierte jahrelang? Nichts. Mitte April diesen Jahres kam dann Schwung in die Sache. Es erfolgte eine bundesweite Großrazzia, bei der insgesamt über 100 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht wurden, auch Rechtsanwaltskanzleien. Ein Abgrund der Korruption wurde offengelegt. Ein Schleusernetzwerk, bestehend aus zwei Rechtsanwälten und vielen Helfern und Helfershelfern aus dem Großraum Köln an der Spitze, besorgte Hunderten reicher Chinesen Aufenthaltstitel, Meldeadressen, Scheinfirmen, Scheingehaltsabrechnungen, Beschäftigungsverhältnisse, ja, und auch deutsche Staatsbürgerschaften. In diesem Zusammenhang wurden 10 Beschuldigte festgenommen, darunter auch ein Rechtsanwalt. Einer der festgenommenen Anwälte soll der Kopf der Schleuserbande sein, der in der Presse als Luxusschleuser bezeichnet wird. Jetzt, liebe Damen und Herren, wird es spannend. Der Kopf dieser Bande war CDU-Mitglied. Sein Schleusernetzwerk hat der CDU in mehreren Tranchen insgesamt 52.000 Euro im Vorfeld des Landtagswahlkampfs 22 gespendet, verteilt an 2 Kreisverbände, den Bundes- und den Landesverband der Jungen Union, immer schön unter der Berichtsgrenze von 10.000 Euro. Ich habe mir Ihre Berichte angeschaut, ich habe da nichts gefunden. Offensichtlich war auch Ihr Landes- oder Bundesschatzmeister nicht sehr aufmerksam. Dem würde sonst auffallen, wenn mehrere Zahlungen knapp unter der Meldegrenze angehen. Also, wie gesagt, im Rechenschaftsbericht nicht auffindbar. Weitere Verhaftungen folgten pikant. Ein CDU-Mann und ein SPD-Geschäftsführer, letzterer erhielt 300.000 Euro, ein ehemaliger Landrat, für dauerhafte Aufenthaltstitel. Der letzte sitzt auch jetzt noch in U-Haft. Natürlich gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung. Aber wenn die Beweislast so erdrückend groß ist, dann erwarten wir von Ihnen, von der SPD und von der CDU entsprechende Taten. Jetzt kam heraus, dass selbst der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der Herr Reul, persönlich betroffen war. Offensichtlich hat Ihr CDU-Ministerpräsident seinen Laden in Nordrhein-Westfalen nicht im Griff. Der Herr Reul hat sich immer als der harte Hund der Bekämpfung der Clankriminalität geriert. Und was ist jetzt passiert? Jetzt hat er 28.000 Euro von genau diesem Schleusernetzwerk für seinen Landtagswahlkampf persönlich eingesetzt. 28.000 Euro an Schmiergeldern. Die Clankriminalität hingegen hat er nicht nennenswert bekämpft. Da passiert in Nordrhein-Westfalen nämlich nichts. Und jetzt hat Herr Reul vor den Medien ausgesagt, dass er nicht mal auf die Idee gekommen wäre, dass der Spender etwas mit Verbotenem zu tun gehabt haben könnte, der gute alte Parteifreund. Das erinnert doch ein bisschen an eine neue Amigo-Affäre bei Ihnen. Meine Damen und Herren, der Fall stinkt zum Himmel. Ich glaube nicht an Zufälle. Niemand spendet solche Summen an eine Partei, ohne damit irgendetwas erreichen zu wollen. Auch nicht große Konzerne, die Sie großartig mit Spenden bedenken oder Ihre Parteitage finanzieren, alleine bei den Grünen über 300.000 Euro. Die AfD-Fraktion fordert hier eine lückenlose Aufklärung. Es muss auch aufgeklärt werden, inwieweit die Spender Einfluss nehmen wollten auf CDU-geführte Kreisverwaltungen, um hier Aufenthaltstitel für ihre Klientel zu ergaunern. Warum hat in der CDU dies nicht vorher jemand bemerkt? War der Bundesschatzmeister hier so nachlässig oder ist er so mit Geld zugeschüttet, dass ihm zahlreiche Transaktionen unterhalb der Meldegrenze überhaupt gar nicht aufgefallen sind? Schön gestückelt unter der Meldegrenze. Ist man in der CDU schon so dermaßen mit Geld umsorgt, dass einem gar nicht mehr auffällt, was hier auf den Konten passiert? Das ist nicht nur eine landespolitische Affäre. Hier wurde ganz offensichtlich aus niedrigen Motiven unserem Gemeinwesen und dem ganzen Land schwerer Schaden zugefügt. Wo bleibt da Ihre sonst so gerne zelebrierte Empörung, meine Damen und Herren? Der Sumpf der Schlepper und ihrer Helfersorganisation geht offenkundig weit in das Parteiensystem hinein und das Parteiensystem der Altparteien, liebe Freunde. Und dann müssen die Verantwortlichen sowohl politisch als auch juristisch zur Rechenschaft gezogen werden.
Neben der juristischen Aufklärung durch die Strafverfolgungsbehörden ist ein Untersuchungsausschuss zum gesamten Themenkomplex der illegalen Einwanderung und möglicher Rechtsbeugung das geeignete Format. In diesem Zusammenhang wird dann auch über die fortschreitende Islamisierung und Unterwanderung von CDU und SPD vor allem, aber keineswegs nur in Nordrhein-Westfalen zu sprechen sein und darüber, welchen Einfluss diese Personen und Strukturen auf ihre für unser Land so katastrophale Migrationspolitik haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und ein gesegnetes Pfingstfest. Peggy Schierenbeck hat das Wort für die SPD-Fraktion.